You idiots! What the hell are you playing at? Uh-oh. The Colonel's gonna explode. Crashing the mobile artillery into a house! How long have you been in the force? Sorry, sir. It's just that we were trying to go as fast as we could, like you ordered. But it's impossible to get back to the military district in only 40 seconds! I don't want any excuses! Champions don't whine, they win! Yes, sir. You're a disgrace to the uniform! Are you forgetting the shame you brought on this force during joint maneuvers with Colony 6? Stick your back into it, maggots! Move it! Yes, sir. Get the artillery back to the military district, double time! Then I want a million press-ups from both of you, and you better not stop until your biceps explode! Colonel, we can't move the artillery. What? You better give a damn good reason why. Sir, the impact of the crash damaged the ether conduction cable. The ether fuel proceeded to leak out, and now the cylinder is empty. Well, change the cylinder then! Can't you even do something as simple as that? The auxiliary cylinders have all been used up. It'll be 3 days until more come in, sir. I told you to keep a stock of fuel in reserve! Sorry, sir. You're nothing but slackers! Same old Colonel. At this rate, the men will all be dead before they see any action. Was für ein Zappel, Philipp. Meine Güte. Redet mit mir. Hey. Yes. Ich nenne jetzt Vanjara. Ich habe keine Ahnung, wie man ausspricht. Wenn es jemand weiß, kann das ja mal versuchen, in die Kommentare zu schreiben. Strengt euch an. Ich will euch schwitzen sehen, ihr Würmer. Na, wie nett. Na. Hello. Da habt ihr ja Ärger gekriegt, wa? Ich werde sofort die Ether-Zylinder holen lassen, Sir. Warum sagst du mir das? Ich bin ab sofort vorsichtiger, Sir. Ja, sag mir das doch nicht. Sag das dem da hinten. Ich dich anspreche. Ich finde es ja doof, dass die irgendwie dann so durchsichtig werden. Sir, nichts Ungewöhnliches zu verwenden, Sir. Oh, ihr seid es nur. Ich könnte mich doch... ihr könnt mich doch nicht so erschrecken. Ich habe gedacht, es sei Feldwebel Raoul. Das ist vielleicht ein grauseliger Kerl. Ah, hallo. Hihi. Ja, schwitzt mal schön. Willst du stark werden? Soll ich dich trainieren? Mann, ja Spaß, du bist noch nicht so weit. Blöder alter Sack. Kann ich denn da rein? Kann ich denn da mitmachen? Ach nein, natürlich nicht. Ich kann nicht durch Türen gehen. Die sind alle nur aufgeklebt. Na? Hä? Hallo, hier. Selbst nach einem Jahr ist Dunban immer noch nicht wieder der Alte. Ach, der lebt noch? So beeindruckend das Monado ist, auch sein mag. Irgendwie finde ich es unheimlich. Ach, der Typ lebt noch. Und warum geht ständig mein Bildschirm aus? Das nervt mich gerade total. Monster verlieren Schatztruhen, wenn sie besiegt werden. Das haben wir schon gesehen. Ich habe bisher immer nur hölzerne gefunden. Aber mein Kumpel meint, er hätte auch mal eine silberne gesehen. Das wohl stimmt? Habt ihr schon mal so eine gefunden? Nö. Da steht noch wer. Oh, hi. Der Kerl ist sogar älter als ich. Wieso lässt er sich derart gehen? Hä? Oh, hi. Wen meinst du? Ihr da, würdet ihr nach meinen Untergebenen suchen? Obwohl, wenn ich es mir recht überlege, ignoriert meine Bitte. Ich weiß nicht, ob ich euch eine solche Aufgabe anvertrauen kann. Du blöde Kuh. Emmy, Lazar, du blöde Kuh. Dich merke ich mir. An der Küste gegenüber Kolonie 9 sind einige starke Monster. Dort bekommen mich keine 10 Ponyos hin.
Unsere Truppen nutzen diesen Ort als eine Art Mutprobe. Aber bisher hat noch jeder einen Rückzieher gemacht. Nach ein paar Schritten kommen sie alle wieder zurückgerannt. Boah, was seid ihr für Luschen? Also wie es scheint, könnte ich die NPCs mehrfach ansprechen. Mache ich aber nicht, weil es kommen hier ja nie voran. Ich verblende eh schon einen Haufen Zeit hier. Aber ist mir egal. Wusstet ihr, dass es verschiedene Ausrüstungsarten gibt? Ich zum Beispiel trage mittlere Ausrüstung. Sie ist nicht zu schwer und bietet trotzdem ausreichend Schutz. Angeber. Die Mobilhaubitze läuft nur mit qualitativ hochwertigem Ether. Ether aus diesem Fahrzeug oder aus Ether-Lampen ist völlig nutzlos. Gut. Ich glaube, mit dir habe ich schon geredet. Gibt es da hinten irgendwas? Mein Erdecker-Drang wird nicht sehr gut befriedigt in diesem Spiel. Da es ja keine Kiste bisher gibt zum Finden. Ich habe bisher nur diesen komischen Ehering gefunden. Wie es ihr wohl geht? Ach, ich denke manchmal immer noch an dieses Mädchen. So etwas macht doch sicher jeder mal durch, oder? Kommt schon, ich kann doch nicht der Einzige sein, dem es so geht. Möglich denn, aber ich kann das jetzt gerade nicht nachvollziehen. Denn ich muss... Du hast ein Fragezeichen über dem Kopf. Ausrufezeichen. In der Nähe von Abwehrgeschütz 1 halten sich Seeflammis auf. Was? Könntet ihr ein paar von ihnen für mich beseitigen? Normalerweise kümmern wir uns regelmäßig um die Monster dort. Wir wollen ja nicht, dass unsere Geschütz beschädigt werden. Wollt mir jemand sagen, wo ich das Ding finde? Klar. Warum nicht? Ihr seid eine große Hilfe. Wir haben derzeit viel um die Ohren. Passt gut auf euch auf. Ja, jetzt mal noch nicht, ne? Jetzt mal hier rein. Ich bin schon Level 5 und ich habe noch nichts gemacht. Ich mag das Spiel. Was hast du denn für mich? Forschungsmaterial ausgegangen. So ein Pech. Bin aber zu beschäftigt, um Neues zu suchen. Helfen, bitte? Was brauchst du denn? Zwei kleine Panzer. Ja, habe ich nicht sowas schon gefunden? Brauch kleine Panzer von Krabben. Ach so, ja, ich kann ja einfach auf die... Ja, einen habe ich. Brauche ich noch einen? Ach, warum probierst du überhaupt noch? Ich kann in keine Türen reingehen. Jetzt habe ich mir die Kamera so doof gedreht. So. Alright, Shulk. How are you? Dixon! When did you get back to Colony 9? Just now. I see you've been busy. Looks like your Monado research has been going well. I made the right choice leaving you in charge. Your research notes really helped. So, you can activate it now then. Well, anyone can activate it. The problem is controlling it. Yeah, for everyone except him. Yes. If anyone other than Dunban were able to control the Monado, we could surpass any military force in the world. You think so? What are these hidden functions you mention? It's still only conjecture. But it's starting to look like the Monado might be something far more significant than just a weapon for defeating Mekon. I see. And the evidence to support your theory? It's the symbol that appears in the center when it's activated. What I know is, the central piece is made from multi-layered glass. The symbol appears on the top layer, and each layer is constructed differently. So it's possible that other symbols could appear on different layers. Which means...
the Monado might conceal even more power. Am I right? If we could just unlock the Monado's power. Dunban! Dunban! Prioritize the most severely injured! Come on, get a move on! Dunban! Don't look like that. I haven't come yet. Shulk. The Monado. It was controlling me. Even so, it saved us. Saved our future. Next, it will be up to you. Dunban. Well, I better get the supplies delivered to the Defense Force. I'll drop round the HQ and see how they're getting on. Okay, then. I'll see you later. Shulk, you're spending too much time in the lab. Either that or rummaging for junk in the scrapyard. It ain't healthy for a kid your age. That's why you're always looking so pasty. You should get out, get some fresh air once in a while. All right, I'm off. Is it time to eat already? You didn't have to bring it yourself. You could have just called me. Don't be silly. Do you want me to feed you? Don't treat me like an invalid. I'm better than I was a year ago. Much better. I really thought I lost you back then. Yes, but now I'm almost well enough to handle the Monado again. Dunban, don't say that. The Mechan have gone now. Why would you say that? I just mean I'm prepared. Sorry. Okay. More importantly, eat up before it gets cold. I made something really special today. Don't feel like you need to stay here then, Fiora. Go and make your next delivery. Huh? Well, I'm sure you'd like Shulk to try some while it's still hot. That's okay. Shulk has no sense of taste. He'll say it's delicious even if it's stone cold. In which case, today he would actually mean it. Maybe. I'm fine, Fiora. Off you go. Okay. Dunban, thanks. I'm not finished yet. I have to be prepared to use the Monado again.